wenn sich der Stream plötzlich in einem Drama entwickelt. Fatal, das Plakat in den dunklen Nächten von Köln stellt die ganzen Hoffnungen ab. Daydream, die deutsche Volksheldin, wird nicht in Paris, im Mark am Start sein, um ihren Titel zu verteidigen. Sie soll leider und zwangsweise in ihrem Stall bleiben, nur weil sie hier lebt, in der Kernstadt Köln. Gerade in das Trainingszentrum neben der Rennbahn, wobei die Türen jetzt geschlossen sind. Alle Pferde sollen ab sofort unter Quarantäne stehen, und das für 3 Monate. Das Plan war gedenkt, organisiert, entwickelt, um das Arc wieder zu gewinnen. Das hat geklappt. Nach 2 Gruppe 1 Erfolg in den King George in Ascot und des großen Preis von Baden, Daydream war vorbereitet für ihren größten Kampf bei ihrem Trainer Peter Schergen. Sie ist immer gut an der Krippe und sie macht nie Probleme. Ich glaube, dieses Jahr ist es auch sehr offen mit der französische Derby-Sieger. Aber auch sehr beeindruckt im Prefoy. Und die kleine Gazelle hat schon bewiesen, dass sie solche Löwe fressen kann. Sie muss nur ein letztes Arbeit diesen Montag, 1. Oktober, machen und sich neben ihrem Leader rutschen lassen. Ja, sie sollten heute zusammenbleiben. Ich meine, der Leader war ein gutes Pferd. Das Pferd ist auch schon Gruppe Rennen gelaufen, hat Gruppe Rennen gewonnen. Und sie ist ja so leicht, den Dream, und da wollte man auch nicht so eine. Ich meine, für sie ist es eigentlich egal. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die Väter vorher sagen dann, aber ich denke, dass es noch regnen sollte. Und dass der Boden schon gut, ein bisschen lastig sein wird. Daydream hat schon ihre Mission erfolgreich und kann die Sonne genießen wie jedes einfaches Tag. Aber Anfangsabend klingelt das Ende von einer angenehmen Zeit. Ein Verwaltungsakt klammert das ländliche kölnische Rennbahn um. Alles ist geschlossen. Kein Pferd kann raus oder reingehen bis zum 1. Januar 2013. Ein Pensionär von Sarah Weiß, die Stallnachbarin, ist vor 3 Monaten gestorben. Das Pferd war von der infektiösen Anämie infiziert und dass er Träger war, hat man das diese letzten Tage gelernt. Viele gesunde Träger können die anderen Pferde infizieren per Blutbahn, ohne dass jemand das entdeckt. Falls der Fall ist, die Wissenschaft empfiehlt Diagnosen, wo jedes Warnung des Schlachten des Pferdes angemeldet muss sein. Ja, das ist Katastrophe halt, ne? Das war unser Ziel es ist so ein Pferd, ob ich so ein Pferd noch im Training habe, weiß ich nicht. Und sie hatte alle Chancen, nochmal diese 2 Rennen zu gewinnen oder gut zu laufen. Dass die ganze Situation nicht nur, dass man nicht am Wochenende am Arc dabei ist, dass hier 3 Monate keine Rennen sind. Das heißt, kein Pferd kann für 3 Monate raus und unser Stall hat keinen Starter. Also das Jahr ist eh vorbei jetzt und das ist so traurig und ich bin sprachlos. Ne? Von wo kommt der Schmerz? Eine nähe Pferdeklinike ist vermutet, dass Infektionsstelle sein. Woher eine Ermittlung über mehr als 2000 Pferde, die in der 3 letzten Jahre in der Klinik waren. Sehr belastend für uns alle, für alle, die hier arbeiten. Denn letztendlich alle diese Pferde, kann man sagen, denen haben wir in der Not versucht, das Leben zu retten. Und jetzt mussten sie eingeschläfert werden. Und auch die betroffenen Pferde auf der Rennbahn, die betroffenen Trainer, die Jockeys, alle, die beteiligt sind, die Eigentümer, das ist natürlich eine Tragödie, muss man sagen. Da habe ich auch keine Worte für. Es tut mir unendlich leid, dass das so jetzt sich entwickelt hat. Aber es ein unglaubliches Geschehen hat ein anderes ruiniert. Das Gold unter die Hufeisen von Daydream hat sich in Blei wie eine Pechsträhne verändert. Das Traum von einem Doppelsieg im Arc ist plötzlich eingegraben.